Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Most Wanted. Dieses Mal ist es besonders, denn David ist auch dabei. What's up? Und er wird auch nebenbei aufnehmen und Need for Speed Most Wanted spielen. Das heißt also, ich spiele nebenher und er spielt sie auch gleichzeitig. Und labern halt so, wie wir gerade dabei sind. Okay, also ich würde sagen, legen wir mal. Also, bei mir müsst ihr nicht wundern, ich habe so ein Patch installiert, dass die ganzen Scheiß-Zwischenszenen da nicht reinkommen. Das hasse ich. Ja, das hat er gemacht und ich hab eigentlich bis jetzt nicht wirklich was gemacht, aber ich lasse erstmal am Anfang die Zwischensequenzen, ich lasse sie erstmal, aber falls ich Probleme mit irgendwas bekommen sollte, dann ich wollte eigentlich Let's Play eigentlich ganz ausschalten, aber ja, wie läuft deine Kanne? Bist du fertig? Die Papiere. Ja, ich ziehe mir gerade die Zwischensequenz rein. Und deine Papiere. Der ist gefährlich. Pass gut auf, er rammt dich, wenn es sein muss. Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Das ist das Beste. Dir das gut an. Konzentrier dich. Er hat eine Menge Power, also warte, bis er geschaltet hat. Was sagst du, Tobi? Also ich würde sagen, wow, es packt bei mir gerade rum. Achtung, Straßeneinheiten. Wir haben eine Meldung, wir müssen uns einen flüchtigen Code 6 fahren, der bereits verfolgt wird. Tobias? Ja. Was hältst du eigentlich vom neuen Need for Speed Most Wanted? Neu. Ich find's nicht schlecht, aber es ist mehr Burnout als Need for Speed. Das ist gerade ich mal. Wobei jetzt, ja, halt drei Need for Speed so läuft. Das ist halt gerade so scheiße gemacht, keine Story gibt's eigentlich. Einfach nur frei rumfahren. Das war der Teil. PlayStation, das ist zwar eine Grafik, aber es ist keine Story. Das ist der Nachteil dem Spiel. Aber ich bin mal gespannt auf das neue Need for Speed 3. Bald, wenn ich schon langsam. Jetzt hat er heute. Das ist ja nochmal gespannt. Patch reingemacht. Dass das nicht mehr kommt, das ist alle rennen direkt. Sagen ehrlich, Schaltung, Instrumente, Lenker. Ist das alles nur Show oder gibt's da vielleicht noch was ich wissen sollte?
Obwohl, ich werfe gerne mal einen Blick unter die Haube. Ah, witzig. Gute Idee. Was war das jetzt, so eine Gay-Stimme? Wir nehmen ihn dann an, verlegen ihn mal. Ja, Tokyo Hotel Fan. Könnte doch sein, dass... Na, Mädels. Lass deinen Abschleppwagen kommen. Das wäre dann eigentlich Bier, aber... Ich werde dir jetzt mal zuschatten. Lassen wir uns nicht auf dieses Thema ein. Sinn, Vergangenheit. Cross, der Spaß versucht mir gerade meine Karre abzuschauen. Kopfzerbrechen bereiten wird. Und jetzt raus aus dem Wagen. Achtung, Straßenwagen. Einige Einheiten verfolgen mehrere Fahrzeuge, deren Fahrer sich mit Gewalt der Festnahme entziehen. Der Spaß für meine Karre klauen, mich abschleppen lassen und dann musste er weg zu einem Einsatz. Das nächste Mal hast du nicht mehr so ein Glück. Oh, nicht so viel Glück. Das ist Können, du Muschi. Fick dich! Junge, der macht mir voll den Kratzer mit seinem Scheiß. Scheiß Gangster-Bolle. Scheiß-Bulle. Oh, wie süß! Ein BMW M3 GTR gegen ein Toyota Supra. Mit einem Hoodie im Auto drin. Jetzt komm ich gegen die Messie. Das ist erst der Vierer, weg damit. Und ich. Nein, ich bin in den Schwierigkeitsgrad drin, weil es ist in die Zimmer gekommen. Kann man, glaube ich, nicht. Aber das ist doch so normal, das ist wirklich einfach. Das ist gut. Schaut. Weil der BMW und 3, das bin ich die allerschnellste Karte. Das ist ja so, selbst ein Porsche mit Kamera, mit dem CEO, das ist langsam alles zusammen. Das ist schon cool. Aber ja, das spiegelt. Ronny haben wir mal abserviert, ohne ein einziges Mal Nitro benutzen zu müssen. Ach, Grazing. Halt mal. Ah gut, man kann... Nur so. Oh, ihr beiden Wegen. Wir. Ist damit das Mercedes? Ja. Spending Racer. Das letzte. Fisch. Alter, oder zweiter. Hast du wohl gekommen? Oh, wie niedlich. Ja, eine Polype. Oh, eine Bulle. Wie süß. Ist euch noch
schon. Alle Einheiten sind die Truppe eben bei dem zweiten Rennen. Die Einsatzleitung hat alle zwei Einheiten auf CLC-2 umzuschalten und auf Empfang zu gehen. Zentral, ich bin gerade gerannt worden. Richtiger Friedrich-Zentral, gehe auf 1087. Okay, 10-4, kommen. Oder hast du Einheiten haben sich gemeldet und sind unterwegs. Ich bin immer bei Blacklist 3 gescheitert. Ich hab's auf der Xbox geschafft. Einmal hab ich's komplett durchgespielt, aber ich hab's mindestens 2 Monate eben jedes Mal versucht, einen Meilenstein zu lösen, dass ich gegen Razor fahren konnte. Und der war, glaube ich, 13 Minuten aushalten, Polizeiverfolgung und danach entkommen. Danach war ich Stufe 6. Ich habe keine Chance gehabt. Und dann habe ich es einmal geschafft. Nach 2 Monaten das gleiche Mal habe ich es geschafft. Dann gegen Razor. Ich habe die Spiele durchgespielt am PC, aber ich weiß, also der hat das Spiel so bis zum Vorgang. Das Spiel ohne irgendwelche Hilfsmittel hat er das Spiel durchgezockt. Und am Ende ist es so krass, was da passiert. Ich sag's halt einfach mal, weil ich denke nicht, dass ich sowieso nicht da hinkommen werde. Aber ich habe nicht. Ich habe vor kurzem auch wieder angefangen zu spielen, aber ich bin jetzt bei Blacklist 9 Grad und ja, bemühe mich schon, aber so. Naja. Also, es ist so, dass am Ende, wenn man Razor besiegt hat, ich glaube zumindest ist dann auch richtig viele gegeneinander. Das hat der Untergrund denn da ausgesprochen. Mal sehen, wie gut du dich da überschlägst. Und es ist, glaube ich, Stufe 6 oder so und man muss dann 5-6 Minuten einfach nur fahren und dann irgendwo an den richtigen Stellen zu kommen. Bist du gerade fertig mit dem Rennen? Ja, ich bin jetzt gerade bei der Wagenauswahl. Ich nehme den Kobalt, weil... Okay. Den Golf kann man übrigens nur nehmen, wenn man vorher Underground 2 gespielt hatte. Echt? Dann hat man extra... Ja, dann bekommt man extra Geld, weil so fehlen dir 5000. Okay, wir machen an dieser Stelle Pause, weil ich bin auch gerade kurz vorm Rennen, habe Pause gemacht. Wo bist du gerade? An diesen 4 Rennen gegeneinander, danach kommt dann Razor. Ja, also ich kaufe jetzt den Wagen schnell. Okay. Sollen wir den Part jetzt beenden? Ja, machen wir dann, denke ich. So, Wagen gekauft. Okay. Jetzt sollte ich zur Werkstatt. Okay. Zum Mia. Also, bist du bereit fürs Ende vom Part? Ja, ja, warte, ich gehe schnell ins Hauptmenü. Okay. Ja. Okay. So, Leute. Ich denke, das war's halt mal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Ich bin raus und David macht den Abschied. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, schreibt einen Kommentar oder liked es oder was auch immer. Ja, der nächste Part folgt und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.